Neuseeland hat seine Grenzen wieder geöffnet. 2 Jahre lang war der Inselstaat wegen der Corona-Pandemie weitgehend abgeschottet. Seit dem 2. Mai dürfen Touristen jetzt wieder ins Land reisen, unter bestimmten Voraussetzungen. Die Besucher müssen laut Angaben der Behörden zweifach geimpft sein. Vor und nach der Ankunft ist außerdem ein Selbsttest notwendig. Die Grenzöffnung gilt insgesamt für 60 Länder, darunter Deutschland, Österreich und die Schweiz. Vor der Pandemie haben jedes Jahr mehr als 3 Millionen internationale Gäste Neuseeland besucht.